Hallo, herzlich willkommen. Heute machen wir auch einen Klassiker, der so eher in die Herbstküche hineingeht. Wir haben Pflaumen dafür, Zimt, Anis, Topfenknödel oder Quarkknödel. Ja, mit Zwetschgenröster. Ich habe es ja gerade schon angekündigt, wir machen einen Topfenknödel. Topfen ist, der österreichische Ausdruck für Quark. Ja, also wenn ihr als Touristen in Österreich seid, du lest irgendetwas mit Topfen, dann ist das Quark. So, was brauchen wir, um einen Topfenknödel zu machen? Wir brauchen dafür logischerweise Quark, wir brauchen Mehl, wir brauchen Eier und ein wenig Grieß. In einigen Rezepten steht gar kein Grieß drin, sondern nur Mehl. Und wenn ihr österreichische Rezepte lest, dann steht da griffiges Mehl. Ja, griffiges Mehl ist bei uns das 550er. Es geht aber es geht auch mit dem 405er, das, was wir in Deutschland verwenden. Vollkornmehl würde ich jetzt persönlich nicht dafür verwenden. Ja, weil es ist auch, dieses Gericht hier ist in den Augen eines jeden Arztes die Definition von ungesund. Das möchte ich mal eben ganz kurz sagen. Warum denn? Ich verstehe das auch nicht. Aber ihr esst das ja nicht jeden Tag. Also, ich habe hier 250 Gramm Quark. Dazu kommt jetzt ein Ei. Ich verwende ein ganzes Ei. Weil ich wüsste jetzt erstmal auch nicht, wohin mit dem Eiweiß. Ne? Deswegen nehme ich das ganze Ei, es macht es nicht schlechter. Eine Prise Salz. Nur ein bisschen, nicht viel. Hier kommt auch, ja, ich weiß, normalerweise macht man das nicht. Ich mache das jetzt. Eine kleine Spur Zucker mit hinein. Vanille. Der Herr Korbmann hat mir gerade gesagt, dass jetzt dass der Preis für die Vanilleschoten gerade so hoch gegangen ist. Der ist ganz traurig. Oh, okay. Dann Mehl. Und ein wenig Grieß. Ich verwende das Grieß, um das ein wenig locker zu machen. Ich habe jetzt hier fetten Quark gehabt, also mit einem hohen Fettanteil. Wenn ihr Magerquark verwendet, dann nehmt noch ein wenig flüssige Butter dazu. Der Teig wird es euch danken. Und dann knetet, also ihr nehmt so, macht eine Klaue und vermengt das einmal miteinander. Und dann werdet ihr merken, dass das relativ schnell anzieht. Also ich habe jetzt noch nicht mal richtig geknetet, ne, sondern habe nur wirklich verrührt. Und dann knetet ihr das. Richtig durcharbeiten, die Geschichte hier. Das riecht übrigens wie Käse. Ja, stimmt. Ja. Du riechst das auch, ne? Ja, klar. Wenn man jetzt total crazy ist, könnte man hingehen tatsächlich und könnte sagen, ach, weißt du was, ich nehme noch so ein kleines bisschen Zitronenabrieb oder sowas und gebe das auch noch mit in den Teig. Aber dann schmeckt es wirklich eher wie Käsekuchen. Und das wäre dann nicht mehr der typische Marillenknödel. Also der Marillenknödel. Ach ja, übrigens, genau. Dieser Basisteig, der Rezept steht unten in der Videobeschreibung, wie immer, ist übrigens auch der Basisteig für Marillenknödel. Also gefüllte. Jetzt mache ich den hier aufs Arbeitsbrett. Kann man das nicht auch theoretisch mit so ziemlich jedem Obst variieren? Dann? Oder ja, Schokolade. Oder? Oh ja, stimmt, auch geil. Schokolade geht auch. Oder Nuss-Nougat-Creme. Kannst du auch machen. Ja. Nur da ist es immer so, wenn du dann den Knödel dann formst, ist es so, dass der, bei der Nuss-Nougat-Creme, dass der das dann so schmiert. Ja, da gibt es aber auch einen Trick für. Anfrieren, oder? Frieren, genau. Machst du auf den Löffel, stichst du so kleine Nocken ab und frierst das dann einfach. Ja, fertig. Ne? So, wenn ich jetzt hier gleich einen schönen glatten Teig habe, dann stelle ich den zur Seite und lasse den noch ein. Deswegen trägt man eigentlich Schürzen. Wollte ich gerade sagen. Ist ja nur Mehl. Ist nur Mehl, genau. Bei Speisestärke wäre es ein bisschen fieser. Ja. Ich mache das übrigens nicht mit der Küchenmaschine hier bewusst. Normalerweise nehme ich gerne für Teige auch eine Küchenmaschine. Aber hier möchte ich das fühlen. Ne? Ich möchte fühlen, wie sich der Teig verändert. Damit ich das nachher besser auch formen kann. Wenn ihr sagt, der Teig ist mir nicht weich genug oder nicht fest genug, dann gebt ihr entweder noch ein Ei dazu oder noch etwas Mehl. Ja?
Also der fühlt sich jetzt nicht so an wie so ein Hefeteig oder so. Ne? Der fühlt sich auch nicht so an wie ein Nudelteig. Sondern der fühlt sich tatsächlich ein bisschen klebriger an. Das ist aber auch völlig normal. So. So, hier bleibt jetzt nichts mehr am Daumen hängen. So. Schaut mal. Den lasse ich jetzt einfach noch mal so 20 Minuten im Kühlschrank liegen. Jetzt machen wir etwas, was für die Knödel, egal ob es ein gefüllter Marillenknödel oder sonst irgendein anderer Topfenknödel oder ein normaler Topfenknödel, von essentieller Bedeutung ist. Und zwar die Butterbrösel. Ja? Und zwar brauchen wir dafür Paniermehl. Und zwar echtes Brötchenpaniermehl. Am besten holt ihr euch das von eurem Bäcker. Ja, oder ihr macht es selber. Wenn ihr zu Hause keine Brötchen habt, aus denen ihr das machen könnt, dann nehmt Zwieback. Hört sich echt merkwürdig an, ne? Aber nehmt Zwieback oder Toast. Oder was auch geht, ist eine Mischung aus, wenn ihr es zu Hause habt, ganz normale Grissinis oder was geht noch? Knäckebrot würde theoretisch gesehen gehen. Also nicht dieses Waser, dieses Krasse, sondern dieses leicht und kross, das würde gehen tatsächlich, wenn ihr das eben mal kurz durch den Mixer haut oder so oder in Vakuumbeutel und dann mit der Küchenrolle draufhaut, dann habt ihr auch Brösel. Ja? Aber was nicht geht, ist halt dieses Industrielle. Weißt du, welches ich meine? Dieses Paniermehl, was so aussieht, wie wo jedes... Ja, ganz fein, ne? Oder was meinst du? Ja, das sieht ganz merkwürdig aus. Das ist... Nicht schön. Nein, das bitte nicht nehmen. So, Butter anschmelzen. Das darf nicht zu heiß werden. Wir nehmen jetzt dann, also wenn da noch so ein bisschen die Butter, wenn die komplett geschmolzen ist, dann geben wir die Brösel da rein mit einem kleinen bisschen Zucker. Weil der Knödelteig, ja, der hat zwar ein kleines bisschen Zucker gesehen, aber das ist zu vernachlässigen. Das wird auch sofort anfangen zu klumpen hier durch die Butter. In manchen Rezepten steht das 1:1, also ein Teil Zucker, ein Teil Brötchenpaniermehl. Das ist zu viel. Na, das klumpt, das wird aber auch gleich wieder schön locker werden. So, macht euch da keinen Stress. Bitte auf mittlerer Flamme nicht weggehen. Das ist schon geil. Ne? Also ich meine, wenn ihr Spätzle habt oder so, ne? Das ist kein Witz. Süße Spätzle. Ja. Das schmeckt mega. Früher, ich weiß nicht, ob es heute noch so gängig ist, aber mein Opa zum Beispiel hat sich auch immer die Nudeln vom Vortag mit Zucker angebraten. Ja, das kenne ich auch. Mhm. Oder Zimt auch nochmal mit rein, ja. Also dieses Zusammenspiel zwischen süß und salzig, das ist einfach lecker, ne? Kann toll sein, ja. Ja. Kann auch nach hinten losgehen. Ja, kann auch, klar. Logisch. Das dauert ungefähr so, 5 bis 6 Minuten. Bis das so die Konsistenz hat und die Bräune hat, die man eigentlich haben möchte. So, schaut mal. Also, ich nehme mal einen Löffel, damit man das besser sehen kann. Das sieht jetzt aus schon fast wie eine Zimt-Zucker-Mischung und rieselt auch so. Ne? Also, es ist schön krümelig. So soll das nachher sein. Hat eine braune Farbe angenommen, also im Vergleich zu vorher. Klumpen sind weg, ne? Bitte? Klumpen sind komplett weg. Klumpen sind komplett weg, genau. Ne? Also so wie nasser Sand könnte man das auch bezeichnen, ne? Mhm. Und jetzt, ich weiß, jetzt wird schon einige triggern. Das wird lustig. Also folgendes wird jetzt passieren. Ich habe hier Pflaumen oder Zwetschgen. Die sind gefroren. Ja, ich verwende gefrorene Pflaumen. Warum? Ich halte es für nicht so besonders schlau, also Obst grundsätzlich, was also eher frisch gegessen werden sollte, warm zu machen. Also bei sowas jetzt hier. Ne? Also bei Pflaumenkuchen ist das nochmal eine andere Geschichte. Könnte man aber im Prinzip auch so machen. Aber jetzt hier ist das ja eine soßige, suppige Sache. Da kannst du besser TK nehmen. Am Ende des Tages wird man den Unterschied da nicht schmecken. So, also, TK-Pflaumen, Zucker, hier ist eine Orange, hier ist
Zimt und Sternanis. Zimt ist für mich nicht verhandelbar, Sternanis könnt ihr euch frei fühlen. So, wir machen jetzt Folgendes. Wir werden die Orange werden wir schälen und wir werden ein Stück von der Schale werden wir mit in die Röster geben. So 3 Stücke ungefähr. Und es kommen auch Orangenfilets dazu. Wenn jetzt hier so ein bisschen was Weißes dran ist, wo es immer heißt, das ist so bitter, macht euch bitte keinen Stress, das wird das nicht bitter machen. Ja? So, dann schäle ich das und dann nehme ich die Filets raus. Darf ich dich mal was fragen, ja, weil es mir gerade auffällt? Warum nutzt du dafür jetzt das Giotto, wo du vorhin mit dem Santoku gearbeitet hast? Einfach nur so oder ich hab das Grund? Ich habe einfach nur so. Ich habe jetzt Bock drauf heute. Das ist ja das Schöne, wenn man... Ja, klar. Nee, hätte sein können, dass du sagst jetzt einfach wegen... Nee, kommst tatsächlich. Kommst du dann beim Filetieren von den Orangen besser zurecht oder so? Also ja, klar. Ich kann jetzt natürlich hier die ganze Schnittfläche nutzen. Mhm. Ne? Das kann ich machen. Aber das war jetzt gerade das Letzte, was ich aus der Messertasche in der Hand hatte. Ja, okay. Weil ich alle noch einmal abgezogen habe. Und dann habe ich mir gedacht, dann nehme ich das heute mal, weil ich das so tatsächlich ja so ein bisschen stiefmütterlich behandle. Manchmal. Also ich verwende das halt selten. Und heute nehme ich das mal, habe ich mir gedacht. Wenn ihr der Meinung seid, ihr braucht noch irgendwie einen Alkohol oder so, ja, der müsst noch mit in die Zwetschgenröster, dann macht das. Ich empfehle entweder Grand Marnier, Cointreau, Rum geht tatsächlich auch. Gerade bei österreichischen Spezialitäten ist Rum ja gar nicht so selten. Ich presse die jetzt hier nicht aus an der Stelle. Ja. Ich lasse die so, wie sie ist, weil ich den Saft gleich noch haben will. So. Hier sind die Schalen, wir treffen uns drüben bei der Pfanne. Ich habe das gerade probiert hier. Und davon so ein kleines bisschen. Nur so. Das ist so knusprig. Sehr lecker. So. Pfännchen. In das Pfännchen hinein geht ein Stück Butter. Auch noch ein zweites. Lassen wir schmelzen. Muss jetzt hier nicht schäumen, ne? Sonst reicht, wenn das ein bisschen anschmilzt. Dann geht da Zucker rein. Und zwar so, dass der Pfannenboden bedeckt ist. Wir lassen den Zucker anschmelzen. Die Orangenschale geht mit hinein. Bringt die Pflaumen in Stellung. Dann gehen die hinein. Jetzt nehme ich das Gehäuse von der Orange. Presse den Saft dann noch raus. Nehme den also mit. Gehe jetzt hier zurück auf kleine Flamme. Dann gehen jetzt Zimt und Sternanis mit dazu. Und dann lassen wir den Spaß hier köcheln. Magst du Zwetschgenröster, Stefan? Ja. Ja? Ist auch irgendwie, weiß nicht, gerade zu der Jahreszeit irgendwie echt was. Wobei es ja noch relativ warm draußen ist, ne? Ja. Aber trotzdem. Ich finde, wenn man jetzt so auf einer Hütte ist, könnte man das schon gut essen. Ja, oder auch abends so, ne? Auf der Couch. Wo es dann doch gegen schon ein bisschen frischer wird. Ja. Und du? Isst du die gerne? Also ja, ich esse die zwischendurch mal ganz gerne, aber tatsächlich selten. Mhm. Also oft esse ich die auch nicht, muss ich sagen. Und wenn ich die Wahl habe, das muss ich dazu sagen, wenn ich die Wahl habe zwischen einem Kaiserschmarrn, einem Palatschinken auf einer Karte und den Topfenknödel mit Zwetschgenröster, dann bin ich eher beim Kaiserschmarrn. Mhm. Okay. Und dann mit Apfelmus oder? Pur, ohne alles. Okay. Ich bin auch so, also ich weiß, das ist verboten, aber Sahne geht für mich auch. Oder Vanillesoße. Vanillesoße, auch ein Apfelstrudel, ne, mit Sahne und Vanillesoße. Ja, beides. Muss. Muss sein. Ja. Sieht man auch, wie viel Flüssigkeit die verlieren hier. Also das kommt nicht von der Orange, ne, sondern das kommt tatsächlich aus den Pflaumen her. So, und wenn das jetzt einmal so wild gekocht hat, dann dreht ihr das zurück und lasst es weiter köcheln. Braucht locker 10 Minuten, Viertelstunde. Lasst ihr das langsam vor sich hin köcheln. Dann schmecken wir das gleich einmal final ab. Dann kann ich jetzt schon mal den Knödelteig holen. Ja, ich hole den Knödelteig. So, jetzt machen wir weiter. Hier habe ich einen Teller. Den bemehlt ihr einmal. Ich erkläre auch gleich warum. Dann nehmt ihr den bisschen Mehl in eure Hände. Könnt ihr ihn jetzt natürlich auch, wenn ihr das möchtet, könnt ihr den einmal ausrollen zu so einer Wurst und dann schneiden. Das geht auch. Und dann abdrehen. Dann habt ihr immer gleich große Stücke. Ne?
oder gleich große Knödel. Ich versuche das mal so. Wie stehst du zu Germknödel, wo wir gerade bei Knödeln sind? Nee. Nee? Nee. Okay. Also das ist ja hier bei uns heißen ja Dampfnudeln. Ja. Ne? Genau. Gar nicht. Okay. Also wirklich überhaupt nicht. Meine Frau steht da total drauf. Ja. Aber da hat sie in mir den Falschen lassen. Ja gut. Das ist nicht mein Ding, überhaupt nicht. Also mag ich gar nicht. Aber okay, das ist, muss jeder selber wissen. Mhm. Das ist so. Ja, bei mir kommt es da auf die Füllung an. Also, ja? Mohn? Nee, lieber marmeladig. Marmelade, Pflaumenmarmelade oder ja, was? Ja, Pflaume oder auch irgendwie Himbeer oder Marille. So. Marille. Mhm. Und dann eine Vanillesoße dazu. Dann finde ich das ganz geil. Ja. Also wir haben Mohn geht auch, aber ist es. Aber ich, zum Beispiel jetzt könnte ich den auch nicht essen. Also das muss dann halt auch wirklich irgendwie so kalt, weihnachtsmarktmäßig oder wie du sagst, halt im Winterurlaub irgendwo, ne, auf der Alm. Oder, ja. Ja. 6 Knödel kommen da raus. Könnt ihr natürlich auch kleiner machen, das geht auch. Kann man wunderbar vorbereiten. Und ich habe die jetzt auf das Bemehlte gelegt, damit die halt nicht ankleben. Ne? Weil das ist schon, es bleibt noch ein bisschen was. Ne? Also auch an den Fingern haften. Also hier oben habe ich einen Topf, da ist noch kein Salz drin. Da geht aber ein bisschen, Salz rein. Nein, kein Zucker. Das hier köchelt noch vor sich hin. Das fängt gleich an, so ein bisschen soßig zu werden und schwer. Ne? Also die Soße dickt so ein bisschen an. Das wird jetzt noch so ungefähr 10 Minuten dauern. Und das ist auch die Zeit, die diese Knödel hier brauchen. Ja? Die brauchen auch nicht länger als, nicht länger als 10 Minuten circa. Ne? Dreh das jetzt einmal hoch, dass das einmal wild anfängt zu kochen. Und dann gehen die da rein. Langsam. Zack. Dann geht ihr auch schon zurück mit der Hitze. Die sinken zu Boden und die werden immer so ein ganz kleines bisschen anwappen. Das dauert so ein paar Sekunden, bis sich dann quasi außen herum um den Kloß eine Schutzschicht gebildet hat und dann hört das auf. Ganz zum Schluss, also wirklich kurz vorm Servieren, gebe ich die Orangenfilets wieder dazu, weil ich möchte, dass die warm sind. Aber nicht so zerfasert direkt. Also die dürfen ein bisschen zerfallen, das ist okay. Aber sie soll noch ein bisschen knackig sein. So, da sind wir wieder. Die Knödel schwimmen oben. Das heißt, die sind jetzt gleich fertig. Zwetschgenröster. Schaut mal, wie das jetzt aussieht hier. Was für eine Konsistenz das gekriegt hat. Das ist richtig schön sirupartig geworden. Ja. Und da rein gehen jetzt die Orangenfilets. Das ist optional. Das muss nicht sein. Das wird dann drunter gezogen, dass sie wirklich nur ein kleines bisschen Wärme abbekommen. Und stellt ihr das zur Seite. Lasst das so, wie es ist, da stehen. Dann nehmt ihr eure Pfanne mit dem Butterbröseln. Der Stefan hat das gerade gesagt. Er hat immer gedacht, du hast gedacht, dass die frittiert wurden. Ja. Ne? Ich habe das früher auch gedacht. Ich habe gedacht, die Dinger werden frittiert. Werden sie aber nicht. Ja, weil die halt auch braun werden. Ja, und wie. Ne? Und auch knusprig sind. Ja. Und du denkst ja gar nicht daran. Mhm. Ne? So, jetzt nehmen wir mal einen raus oder zwei. Und richten die an. So. Achtet darauf, dass ihr nicht zu viel Wasser mitnehmt. Da rein. Da rein. Und dann schön darin wälzen. Drüber geben. Zack, zack. Wollen wir noch einen dritten rausholen, Stefan? Na klar. Klar. Oh, einen dritten daraus. Der Herr Korbmann ist hier gerade auch schon rumgesprungen. Er muss das gleich probieren hier. Das ist, Herr Korbmann ist Versuchsobjekt. Subjekt. So, schau mal. So sehen die aus. Lasst den Löffel in der Nähe. Jetzt nehmt ihr euch euren Zwetschgenröster und nehmt die da raus und richtet das an. Mit Soße und Orange. Man könnte jetzt die Zimtstange noch mit da dran legen oder so. Das sieht zwar schön aus, aber das ist wirklich nur, wie ich immer sage, für Insta, ja? Ja. So, dann. So.
Den einen lasse ich jetzt noch in der Pfanne, der ist für mich. Da kommt ein bisschen Puderzucker drauf. Fertig. Wir sehen, was fertig. Ah, da muss er aufpassen. Zucker rein, genau. Ah, okay. So, also wir haben den Herrn Korbmann dazu geholt. Hallo. Bitte. Ja, österreichische Küche, ne? Ja. Also, ja. Mit, ja. Ja, mit was? Mit Zwetschgen. Ja. Ja, und Topfenknödel. Genau. Dann die Semmelbrösel mit Butter. Ja. Angeschwenkt. Genau. Ja, ich probier mal. Ja, mach mal. Nehmen wir das auch mal hier. Ist lecker. Ich bin auch gerade überrascht. Doch. Ja. Hat ist Geschmack. Gut. Ja, ne? Mhm. Schön flaumig, also die, ja, die Knödel, ne? Ja. Ja. Doch. Und die Brösel sind schön knusprig geblieben. Das ist richtig, ja. Eigentlich schon, ja. Gut. Bitte. Haben Sie noch irgendwie noch irgendwas auszusetzen oder können wir das ja, so? Das Einzige, was ich sagen würde, darf ich mal, mhm, dass man dann in der Füllung da in der Mitte auch noch ein paar Zwetschgen reingibt. Hätte ich gerne gemacht, aber es war jetzt ein reiner Topfenknödel, ne? Ja. Kein gefüllter. Also kein gefüllter. Kein Marillenknödel, okay, oder ja, mit Schokolade. Aber ja, ich hätte auch eine Füllung gehabt. Gut. Hätte ich machen können. Aber das, halt, ne? Genau, aber das machen wir dann ein anderes. Das machen wir mit einem extra Video. Ja, vielleicht super, mit Ihnen zusammen. Können wir mal wieder, ne? Ja. Ja, ne? Ja, vielen Dank. Ihr habt das gehört, ne? Ja. Also vielen Dank, bitte. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, ciao.